Ja, wir haben heute heftig über die Schadowstraße gestritten. 2016 geht die Wehrenlinie in Betrieb und dann könnte man die Oberfläche neu gestalten. Die Verwaltung hat dazu einen Vorschlag gemacht und gesagt, Schadowstraße soll Einbahnstraße für Autos sein. Das finden wir blöd, denn die umfangreiche Bürgerbeteiligung und Fachforen haben eigentlich ergeben, über 70% wünschen Autos raus aus der Schadowstraße und eine gute Radtrasse, genau das haben wir gefordert. CDU, FDP haben sich aber durchgesetzt und haben gesagt, jawohl, Einbahnstraße zumindest bis 10.30 Uhr morgens und ab 18.30 Uhr und zusätzlich noch von Osten auch ein Stück die ganze Zeit bis zur Liesegangstraße. Das finden wir vertane Chance. Wir sind sicher, wenn der Umbau kommt, wird man nach einiger Zeit dazu übergehen müssen, eine gute Radtrasse zu haben für den Osten, die östlichen Stadtteile. Leider war die SPD hier auch nicht klar. Sie hat gefordert, einen gemischten Radgehweg in der Mitte anzulegen. Das ist gefährlich, denn ich möchte als Radfahrer auch klar da langfahren können und nicht in Schrittgeschwindigkeit. Aber ich denke, wir werden 2016 das Thema wieder auf den Tisch kriegen.